Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Minecraftasia am Sonntag. Ganz schwungvoll und mit viel Elan gehen wir rein in die neue Folge. Ich nehme gleich weiter auf, ihr wisst Bescheid. Und ja, wir machen jetzt mal das Dach weiter. So ein bisschen. Und wir nehmen dazu Fichtenholz und dazu nehme ich auch mal ganz kurz eine Workbench zur Hand. Und machen wir ganz kurz Treppen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hätte vielleicht sogar noch Treppen. Das ist jetzt eh nicht so viel. Da kicken wir mal, wie das aussieht. Das hier muss, glaube ich, eh weg. Das stört mich. Und das hier muss dann auch weg. So. Und dann muss da einen Slab drauf, theoretisch. Und dann geht das hier so weiter. Jetzt habe ich letzte Folge eine scheiß Fruchtfliege vernichtet. Ist die nächste da. Alter, ich hasse es. Drecksviecher. Rage. Fruchtfliegen-Rage. So. Okay. Sag immer so. Super Mario. Dip, 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 dip. Hab ich eigentlich Fichtenholzbretter im Beutel? Ich muss mal ganz kurz gucken. Ja. Dann pass mal auf. Machen wir folgendermaßen. So. Dip, dip, dip. Ja, das hat genau nicht gereicht. Super Sache. Dann vernichte ich gerade mal das hier. Dip, dip. Über was wollen wir denn heute reden? Hm, sag doch mal. Du schlagst nie was vor. Immer muss ich denken. Was soll denn das? Ist ja auch dein Let's Play. Ja, ich weiß, aber hilf doch mal ein bisschen. Hm. Okay. So. Da könnte ich theoretisch einen ganzen Block reinsetzen. Habe ich jetzt aber nicht mehr. Cheat. So, okay, hat noch gereicht, alles gut. Dann machen wir mal weiter. Oh. Da war ich zu schnell fürs Spiel. Das passiert mir öfters. Ist voll das Walzer-Tanzlied. Da kannst du jetzt voll den Walzer auspacken. Also das ist das Erste, was mir in den Sinn kommt, wenn ich das höre. Warum mache ich das eigentlich? Ich könnte doch einfach auch mal hier Ebene, Replace, so. Warum habe ich das da drüben so gemacht? Das ist völlig Banane gewesen. Naja. Manchmal bin ich eben blöd. So. Und dann müssen wir uns noch überlegen, was wir hier reinmachen. Da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen mehr. Wenn wir dann hier unser Felder angebaut haben, dann machen wir ein großes Weizenfeld. Und dann können wir hier oben das Weizen lagern. Das sähe dann, glaube ich, gar nicht mal so scheiße aus. So. Da haben wir ganz schön viel, da haben wir zu viel von dem Zeug hier gemacht, aber egal. Level 10, yay. So. Haben wir noch Fichtentreppen? Fichtenholztreppe 19, die nehme ich mir mal ganz raus. Fichtenholzbretter habe ich keine mehr. Fichtenholz an sich haben wir noch genug. Stack? Reicht ein Stack? Ich glaube nicht. Moment. Wo ist er denn? So. Zwei Stacks reichen vielleicht. Wenn nicht, komme ich einfach nochmal. So.
wir ja schon die ganze Zeit weiter Unravel aufnehmen. Aber ich komme irgendwie nicht dazu, PCW. Ich finde den Anfang nicht. Ich glaube, da muss mich einer dazu zwingen. Ich weiß auch nicht. Ich muss das dann, glaube ich, auch nochmal von vorne spielen, weil der Anfang war, glaube ich, blöd, den ich da gemacht habe. Da mache ich es, glaube ich, nochmal. Weiß halt auch nicht, ob es sich jetzt noch lohnt, was anzufangen. Ein neues Let's Play, weil die nächsten Wochen werden ein bisschen blöd. Da werde ich es wahrscheinlich gerade so hinkriegen, dass ich das hier hochgeladen bekomme. Ich glaube, dann fange ich nichts Neues an. Und wenn ich dann arbeite, dann wird es eh schwierig. Dann glaube ich eh nicht, dass das hier so in der Form weitergeht. Da müssen wir gucken. Da müssen wir vielleicht Minecraft Hazer im Livestream spielen. Und dann muss ich den Livestream dann halt die Livestream-Aufnahme hochladen. Das wäre ja durchaus möglich. Auch im Hintergrund gerade die Ori. Der neue Ori-Trailer. Da habe ich mir die Mucke gerade mal runtergeladen. Die haben die zum Download bereitgestellt. Das sage ich natürlich nicht nein. Die ist einfach immer mega, die Musik. Da siehst du, da hätte ich jetzt zum Beispiel mehr Holz gebraucht. Puh. Ach, dann mache ich einfach Slabs draus. Das reicht nicht. Ich gehe nochmal Holz holen. Mal eine Frage an dich. Einfach so, weil es mir gerade ganz spontan in den Kopf geschossen ist. Weil ich hier was gerade in der Timeline sehe zu dem Thema. Bist du tolerant gegenüber Leuten, die gleichgeschlechtliche Liebe beziehen? Oder wie nennt man denn das? Ausüben? Nein. Praktizieren? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Bist du darüber tolerant? Findest du das okay? Oder ist das für dich irgendwie unnatürlich? Oder weiß ich nicht. Keine Ahnung. Schwierig zu beschreiben. Es gibt ja so Leute, die da strikt dagegen sind. Die sagen, das hat in der Öffentlichkeit nichts zu suchen. Privat können sie das von mir aus machen, aber in der Öffentlichkeit auch nicht. Da fühle ich mich belästigt. Und keine Ahnung. Da gibt es ja so welche. Da frage ich dich jetzt mal, wie das so bei dir aussieht. Also mir persönlich ist das relativ egal. Ich bin da total offen dafür, weil sollen die Leute doch lieben, wenn sie wollen. Das sehe ich gar kein Problem mit. Und man geht auch andere damit nicht auf den Sack. Die Leute, die es auf den Sack geht, die gucken sich das aber auch an. Also die gehen dann nicht einfach dran vorbei und denken sich, okay. Sondern die stehen da dann davor und echauffieren sich darüber stundenlang noch. Da wird dann die Freundin angerufen. Oh, das habe ich in der Stadt gesehen und oh, das geht gar nicht. Oh, da gibt es so viele Leute davon, auch in meinem Bekanntenkreis. Das ist irgendwie immer das Thema. Das ist fürchterlich. Und da denke ich mir dann auch immer, boah, einfach mal die Klappe halten. Das wäre einfach für alle Beteiligten besser. Aber ja. Also wie gesagt, das ist völlig normal heute. Also die Toleranz sollte einfach da sein, weil es geht einem einfach nichts an. Also die das stört, die haben sonst keine anderen Probleme im Leben, finde ich. Und warum sich auf ein Geschlecht begrenzen? Das muss ja nun wirklich nicht sein, finde ich. So. Und ich denke, es gibt ja auch in den YouTube-Kommentaren das Phänomen, wenn ein Junge einem Jungen ein Kompliment macht, aber no homo, ne? So in Klammer. Das ist doch auch echt bescheuert. Also das ist wirklich bescheuert. Entschuldigung, ich kämpfe hier gerade gegen so eine scheiß Fliege, Mann. Die setzt sich dauernd hier hin. Kackviecher. Gleich liegen hier Atombomben. Naja.
Dann würde mich mal interessieren, wie du da dazu stehst. Darf ja du sagen. Alter, jetzt reicht's aber. Klatsche ich gleich weg. Mann. Da will man einmal in Ruhe aufnehmen. Da juckt auch einmal die Nase nicht. Oh, beim Aufnehmen, das ist ja auch so ein Phänomen bei mir. Wenn ich streame oder so, dann fängt plötzlich die Nase an zu jucken und dann... Oh, Entschuldigung, das war laut, das war Twitter. Das war auch eine Zuschauerin. Du weißt ganz genau. So, ich wollte auf die Uhrzeit gucken. Alles klar. Gut, warte mal, wo wollte ich denn? Ich wollte hier durchscrollen. Hier so. So, Dach ist dicht, ne? Ich glaube, das Dach ist dicht. Yay. Das ist die Frage, was ich mir gerade noch überlegt habe, ob es sinnvoll wäre, wenn ich hier jetzt noch oben drauf versetze. Also wenn ich jetzt da... Wenn ich da jetzt noch eine Schicht draufsetzen würde. Ob das geil wäre oder nicht. Also ich demonstriere das mal ganz kurz. So. Wo sind sie denn? Da sind sie. Dass ich da vielleicht noch so einen kleinen Vorsatz drauf mache, ich weiß nicht. Ich glaube, das muss so. Sonst sieht es blöd aus. Ja, das muss so. Und wenn ich da jetzt noch... Dann sieht es ein bisschen viktorianisch, glaube ich, aus, wenn ich das jetzt so mache. Wenn ich da jetzt sowas hier dran mache... Weiß ich nicht. Also, ne, kann man ja mal... Moment. Nicht gleich ausrasten. Gemalte Region. Ich glaube, ich muss das hier nehmen. So. So. Müssen wir das von unten angucken. Aber ich glaube, das sieht so besser aus. Ja. Ja. So ein bisschen einen kleinen Vorsatz. Das ist okay. Das ist okay. Das ist gut. Alles klärchen. Gut, dann haben wir jetzt da oben unsere Scheune. Da müssen wir dann auch noch irgendwie einen Aufgang dafür machen. Hier drinnen. Ich weiß nicht genau wo. Wahrscheinlich hier vorne irgendwo, dass man dann hier irgendwie hochgeht. Ja, müssen wir noch ein Plätzchen suchen. Ich glaube, so einfach wird das gar nicht, oder? Hier hinten in der Mitte. Ich glaube, hinten in der Mitte bietet sich, glaube ich, am meisten an. Dann haue ich das hier mal ganz kurz weg. Ja, kommt hier dann eine Leiter hin. Auf den Heuboden. Ich hole mal gerade ganz kurz Leitern, damit wir da auch hoch können. Und weil ich auch gerade noch so ans Thema erinnert werde, es gibt ja oft in der Schule das Problem, oder auch generell so, ne, im alltäglichen Umgang, dass es Menschen gibt, die ja was zu sagen haben. Ne? Also es gibt ja dann der Chef, dann gibt es die Lehrer, dann was weiß ich, keine Ahnung, der Kamerad, der einen höheren Rang hat, in der Feuerwehr zum Beispiel, gibt es ja. Und das, was ich jetzt so die ganze Zeit auch so über die Jahre immer beobachtet habe, ist, dass die Leute einfach bei den meisten Sachen zu faul sind. Also meistens sind zu faul, die anderen trauen sich nicht mal zu sagen, was scheiße ist. Oder dass sie sich scheiße behandelt fühlen oder bla. Ne? Also so ein Beispiel jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das auch schon mal erzählt habe, ich glaube nicht, in der Realschule, wo ich mal war, da gab es dann immer Kollektivstrafen.
wenn irgendwie, keine Ahnung, da haben 6 ihre Hausaufgaben nicht gemacht und dann wurde sofort, oh, Kollektivstrafe, ihr dürft jetzt alle mal einen Text abschreiben, ich mache jetzt keinen Unterricht mehr mit euch, bla bla bla, ne, weißt du Bescheid, das gibt's ja bestimmt heute auch noch, das ist zwar so überhaupt pädagogisch das Falscheste, was man machen kann, das Dümmste, was man machen kann, und da hat sich keiner beschwert bei mir in der Klasse, kein einziger, außer ich. Und ich bin dann aber auch echt aufgestanden und habe gesagt, das kann es jetzt aber nicht sein. Und mache ich nicht. Ne? Ja, habe ich mich halt getraut zu sagen. Und du hättest dann, also man hätte dann mal den Ausdruck in des Lehrers Gesicht sehen müssen. Der war zwar nicht ganz amused darüber, aber es ist ihm klar geworden, da ist ja einer, der da ein bisschen dagegen anhält. Was mache ich denn jetzt? Jetzt kann ich ja nicht sagen, schreibe einfach trotzdem ab. Die meisten haben es trotzdem gemacht. Aber letztendlich bei ein paar Lehrern hat es was gebracht. Einfach weil, ja, weiß ich auch nicht. Das ist richtig dumm, eine richtig dumme Angewohnheit, einfach eine Kollektivstrafe zu verhängen für ja, keine Ahnung, für nix und wieder nix, was, es bringt halt einfach nix. Es bringt einfach nix. Also wir sagen einfach, Punkt, es bringt nix. Da können dann 6 Leute, die lachen sich dann aber noch ins Fäustchen drüber, dass sie den Unterricht gestört haben und dann, dass dann nicht weitergeht und dass wir dann was abschreiben. Weil die schreiben ja eh ihre Strafarbeiten dauernd. Das ist denen ja egal. Aber, ne, weißt du Bescheid, das, weißt du, was ich sagen will. Und, ja. Deswegen ist das einfach mega dumm. Und führt eigentlich zu Null. Es führt zu Null. Und deswegen, wenn man sich irgendwie ungerecht behandelt fühlt, dann kann man ruhig mal den Mund aufmachen. Das schadet nicht. Weil was soll schon Schlimmes passieren? Soll dich der Lehrer dann für eine Meinung, die du hast, vor den Rektor ziehen oder wie? Also ich bitte dich. Ich gehe ja dann immer so weit und sage, oder denk mir so, ja du, wenn es einer anlegt, dann gehen wir damit so weit, bis ich recht habe. Weil ich habe recht. Kann ja nicht sein, dass ein Lehrer einfach tun lassen kann, was er will. Das geht ja so nicht. Man muss sich als Schüler nicht alles gefallen lassen. Weil, ja. Dafür, da manche waren sich einfach noch nicht ihrer Rechte damals bewusst, was man so alles darf und was nicht. Viele haben sich zwar informiert, so über Klassenzimmer zuschließen oder so, bevor nicht alles aufgeräumt ist, das darf man ja auch nicht. Da haben sich dann die meisten darüber informiert mal und haben das dann den Lehrern gesagt, sie dürfen das nicht und bla, wurde trotzdem gemacht. Ah ja, ich finde, wenn man Dinge aktiv anspricht, dann ist das einfach besser. Weil viel verlieren kann man nicht. Und wenn es dann was genutzt hat, dann ist alles gewonnen. Dann ist einfach echt alles gewonnen. Ich leuchte das hier einfach ein bisschen großzügiger aus, dass es schön rausleuchtet, wenn nachts ist. So, okay, Heuboden haben wir. Gut. Da geht's raus auf die Felder. Jetzt haben wir gerade, was haben wir jetzt gerade? Ich glaube, wir haben jetzt gerade 20 Minuten rum. Alles klar. Das sieht nicht schlecht aus. So, aufs Dach muss ich nicht mehr, das kann ich wegbauen. Wenn man Probleme mit einem Lehrer hat oder, was weiß ich, mit dem Chef, dann gibt es in Firmen oder auch in der Schule gibt es ja eigentlich immer so Leute, die dafür da sind, dass man mit denen redet und dann diese Probleme gemeinsam angeht, weil alleine ist das meistens ein bisschen blöd. Man sollte dann schon ein bisschen in der Gruppe hingehen und sagen, hey, das und das ist scheiße. Halt nicht alleine, sondern auch wirklich in der Gruppe und dann macht das auch mehr Sinn. Dann geht das auch ein bisschen besser. Ich könnte die Bäume hier ein bisschen modifizieren. Ich könnte jetzt hier so Dinger reinbauen, dass das hier nicht so aussieht. Ich glaube, das sprengt den Rahmen ein bisschen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Ja, jetzt haben wir da ein schönes Häuschen. Ich finde das toll. Nice.
Da kommt jetzt natürlich noch ein bisschen Verzierung hin, da muss noch ein paar Bepflanzungen hin und was weiß ich, was man hier noch alles hinmachen kann. Ich würde noch gerne so eine Art Vorgarten oder so haben. Weiß gar nicht, müssen wir mal nachgucken. Ja, und ansonsten müssen wir hier ein bisschen abholzen, finde ich. Das können wir ja vielleicht noch machen. So, ja, ich gehe mal erst schlafen. Hätte ich jetzt gleich machen können. Oder was ich halt auch, das habe ich aber glaube ich schon erzählt in der Feuerwehr. Man denkt ja halt immer bei den Erwachsenen ist es halt so, dass die sich erwachsen verhalten und ihre Probleme bereden, aber es ist halt nie so. Es wird immer hintenrum irgendwas gelästert oder so und das ist halt einfach scheiße. Das verstehe ich auch nicht, warum man das nicht macht. Ich weiß, es ist bequemer. Es ist auf jeden Fall bequemer, wenn man das macht. Aber Probleme lösen tut das ja nicht. Man muss ja schon ansprechen, wenn einem was nicht passt. Und ja. Man klärt es halt einfach auch nicht, wenn man schürt sogar bloß noch Hass. Also wenn man mitkriegt, weil wenn derjenige dann mitkriegt, dass da rumgelästert wird, dann heuler die Waldfee, dann ist aber was los. Aber dann geht das nämlich los mit, dass sich Seiten bilden, die dann über den anderen wieder lästern und dann geht das einfach kaputt. Die ganze Kameradschaft ist dann einfach im Arsch und ist halt scheiße. Und das merke ich auch in meiner Feuerwehr. Und das wird auch bestimmt überall anders da auch so sein. Man kriegt das ja immer mit. Ich glaube, keiner ist richtig erwachsen. Das ist alles irgendwie überall Kindergarten. Ich glaube, in manchen Situationen verhalte ich mich dann auch eher so, dass ich irgendwie nichts sage. Auch weil ich zu bequem dazu bin, was zu sagen. Aber dann ist es so eine Situation, wo ich auch nicht hundertprozentig genau darüber Bescheid weiß. Erst wenn es mich auch wirklich selbst trifft, dann würde ich auch protestieren und was sagen. Aber bisher ist das noch nicht der Fall. Und wenn man natürlich erst in die aktiven Feuerwehr eingestiegen ist, dann hat man natürlich auch noch nichts groß zu melden. Deswegen halte ich mich da erst zurück. Ich beobachte immer gerne. Das mache ich unheimlich gerne. Ich beobachte eigentlich immer gerne. Weil durch Beobachten lernt man so viel. Und ja, man versteht einfach ganz gut, wie alles so läuft und wie die Menschen ticken. Und dann kann man sich dann nach und nach ein bisschen einfügen in das Ganze. Ist auch so, wenn ich in eine Klasse komme, in eine neue oder so. Da brauche ich immer so meine paar Wochen, gucke mir die Leute alle an und dann merke ich, zu wem man irgendwie Kontakt knüpfen kann und zu wem man lieber Abstand halten solle. Weil wenn einer keinen Charakter hat und total respektlos ist, dann brauche ich mit dem keine Freundschaft anfangen. Weil das ist dann so jemand, der dann gern einfach mal über die Stränge schlägt. Und das muss ja nicht sein. So, richtig intellektuelle Musik dazu gerade im Hintergrund. Leisure Larry oder wie auch immer man das ausspricht. Leisure oder... Ach, ist doch scheißegal. Ich renne im Kreis. Also wenn ich im Kreis renne, dann bin ich in Gedanken und überlege, was ich jetzt als nächstes mache. Oder vertreibe einfach nur Zeit. So, aber wir haben jetzt unser Fältchen hier gemacht. Wir haben noch ein bisschen geredet. Und es ist dann, glaube ich, dann so langsam Zeit, dass wir ein Päuschen machen. Dann stelle ich mich diesmal von dieser Seite hin, zeige nochmal schön das Gebäude. Ich finde, das ist ganz okay geworden. Für ein Bauernhaus ist das zwar doch ein bisschen groß, aber der Bauer hatte halt Geld. Wir werden sehen. Wir können ja dann noch NPCs reinsetzen. Ich wollte das ja immer machen mit den NPCs. Dass wir da ein bisschen Leben reinbringen. Auch in die Bar und so. Vielleicht machen wir das ja nächste Folge mal. Dann gucke ich mal, dass wir mit den NPCs was anfangen. Ich hoffe, der Mod funktioniert. Wir werden sehen. So, Moment. Ich muss ganz kurz das Handy aktivieren. Dass ich sehe, wie lang das Musikstückchen hier noch geht. Okay, das ist jetzt eh gleich fertig. Da muss ich die Zeit noch ein bisschen auffüllen. Und
die Folge kommt jetzt am Sonntag und dann nächste Woche sind dann, also am Donnerstag habe ich dann mündliche Prüfung für euch, der nächste Donnerstag sind bei mir mündliche Prüfung. Am Freitag ist Realschulabschlussfeier, da mache ich wieder die Technik. Und das heißt, da bin ich auch gut eingenommen. Und dann ist Samstag halt wieder abbauen und abends will ich dann wieder streamen, denke ich mal. Und dann, ja, dann habe ich so gut wie alles rum. Und am 11. kriege ich dann mein Zeugnis. Und dann bin ich frei. Für 3 Wochen, 2 Wochen. Dann bin ich noch im Urlaub, dann bin ich noch 5 Tage in Hamburg. Und ja, das heißt, der 7. Monat ist auch ganz schön ausgebucht. Und werden wir mal sehen, bevor ich dann arbeiten gehe, werden wir uns auf jeden Fall nochmal. Wie gesagt, ich gebe da immer mein Bestes, dass das hier läuft. Aber ja, weil ich bin eigentlich immer gern beim Aufnehmen alleine zu Hause. Und das ist halt immer nur der Fall morgens, vormittags. Oder wenn halt dann meine Mutter zum Beispiel, frei hat, dann mache ich das nicht. Und das ist halt im 7. Monat dann zum Ende hin der Fall und dann wird das ein bisschen blöd. Müssen wir mal gucken, was wir da machen. So, und dann würde ich sagen, war's das für die Aufnahme. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Oder im Livestream. Also, wünsche wieder im Auge behalten. Wir sehen uns oder hören uns. Tschö. Ha, hab die nächste Fliege verwischt.